Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich mal versuchen, eine Runde Cyberpunk aufzunehmen. Und dazu mache ich ein neues Spiel. Und zwar in, sagen wir mal, normaler Schwierigkeit. Und es gibt drei Sachen, die man sich hier aussuchen kann als Herkunft quasi. Einmal Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet. Und die niemand kaufen kann. Gelten hier als. Gelten hier viel. Okay. Dann gibt es Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Okay. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffen eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Okay. Ja, was nehmen wir da? Also ich würde ja zu Nomade tendieren. Das ist quasi jemand, der neu in die Stadt kommt. Das macht am meisten Sinn. Und nehmen wir mal Insen hier und dann können wir ihn noch anpassen hier, genau. Okay, das sieht aus wie ein Sportmoderator. Oh wow. Okay, interessant. Das ist schon mal eine coole Frisur. Aber der Rest gefällt mir noch nicht so. Okay, mal gucken. Aber die Haare hätte ich gerne, ganz ehrlich. Okay. Frisur. Was haben wir da sonst? Nee. Hier so eine Emo-Matte. Um Gottes Willen, nein. Ich meine, bleiben wir mal hierbei und brauchen wir eine andere Haarfarbe. Also das hier ist das, okay. Blau ist auch nicht schlecht. So. Ich meine, das sieht nicht schlecht aus als Haarfarbe so. Warum nicht? Die Augen. Okay, schauen wir mal. Ach so, das sind erstmal die Augenformen quasi. Okay, Augenfarbe. Nehmen wir mal hier diese. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Augenbrauen. Okay. Augenbrauenfarbe bleibt Nase. Ja, Mund. Oh wow, nein.
Nein. Ach so, okay. Es gibt Bart Steel, gibt es da noch. Okay. So, das ist doch zum Beispiel. Ich will keinen grünen Bart. Ich hätte gerne hier die gleiche Farbe wenigstens. Okay. Dann Tattoos machen wir im Gesicht mal aus, weil das ist kulturelle Aneignung, diese Maori-Tattoos sich zuzulegen. Zähne. Rote Zähne. Ich meine, das hat schon irgendwie irgendwas, ne? Das passt farblich irgendwie mit den Haaren gut zusammen. So, okay. Gucken wir mal, wir hatten hier doch Cyberware. Das passt sehr gut. Vielleicht sollte ich die Augen auch noch irgendwie farblich da. Ich meine, ich halte mich schon wieder viel zu lange auf, aber warum nicht die Augen farblich hier anpassen? Wie ist das? Oder machen wir sie blau? Machen wir sie blau. Okay. Mund, Kiefer. Okay. Piercings. Okay, why not? Okay. Schönheitsfehler, was ist das denn? Ach so, das sind hier Leberflecke. Fingernägel kurz kann bleiben, Nagelfarbe normal. Tattoos, Körper, mal gucken. Da hier so ein Shadowrun wieder hinten drauf, okay. Ach du meine Güte, das muss wehgetan haben. Aber nehmen wir mal den Shadowrun. Dingens. Und was wollten wir sonst noch? Im Gesicht vielleicht Tattoos, aber keine. Meh. Born to kill. Da die Tattoos gehen in die Cyberware über, das mag ich nicht so gerne. Das hier vielleicht. Okay, ja, ich meine, das hat was, oder? Das ist irgendwie interessant. Oder hier den Strichcode. Aber das passt nicht zu unserem Renegatentum. Das passt. Okay. Machen wir das. Gut. Ja. Warum nicht? So, jetzt müssen wir hier Attributspunkte vergeben. Ist die Frage, was wollen wir machen? Konstitution. Gesundheitspunkte, Ausdauerpunkte, Schaden mit Fäusten, Schaden mit Nahkampfwaffen. Das ist Konstitution. Okay. Gegner, Maschinengewehr oder Defender. Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht und du kannst dich mit einem gepackten Gegner schneller bewegen. Und Reflexe ist...
kritische Trefferchance und Schaden mit Mantis klingen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier Konstitution, Reflexe und was war Intelligenz? Quick Hacks. Ich glaube, Coolness wollen wir noch. Ne? Coolness macht Schleichen und so. Ne? Ja. Okay, weiter. Goody. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Okay. Relativ wenig technische Fähigkeiten, hoffentlich reicht das. Ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Haha, okay. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Okay, weiter geht's. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, okay. Bum, 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 bum. Okay. Okay, auf näher entfernen. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Hab mich wohl geirrt. Ja, zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Bevor wir das machen, sammeln wir erstmal allen Scheiß ein, der hier liegt. Weil das ist ein Rollenspiel. Sojapaste, sehr gut. Desinfektionsmittel, sehr gut. Wasser. Noch irgendwas? Hier ist ein ganzer Computer. Okay, Lagerbestand. Nachrichten. Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Beste Grüße. Kino Thermosense. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf diese E-Mail. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit Thermovision sehen dürfen. Okay. Achtung, Malware entdeckt. Ihr Computer wurde von 3 Dämons akkatiert. Unser System hat Folgendes entdeckt. 2 Versuche, an Ihre persönlichen Daten zu gelangen. 1 Versuch, an Ihren Neuralprozessor zu infizieren. Sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich. Kriminelle Handlungen bewegen. Betrügerische Banken überweisen gewaltige Übergriffe. Können Sie Ihren Schutz auf jetzt scannen in den nächsten 5 und so weiter und so fort. Mega Medikamentenlotterie. Kaufen Sie 2 Tickets und erhalten Sie das 3. gratis dazu. Tausende von Preisen verfügbar. Medikamente, Reanimatoren, Termine. Okay, in dem Computer ist nichts Wichtiges drin, scheint mir. Habe ich alles eingesammelt hier? Ich zahl dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leih ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht.
Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Puh, okay, mal sehen, was jetzt passiert. Ich hab's dir gesagt. Meine Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Das ist eine Kota Nokia. Hey Mike, wusste nicht, dass du Kundschaft hast. Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Okay, das weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hatte gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab ein Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay? Okay. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Brauche ich auch nicht irgendwie. Steh ab und fahr weiter. So, okay. Das ist jetzt außen. So, muss ich da durch? Okay. Ich könnte jetzt hier die Gegend auch, könnte ich hier den Müll durchsuchen und vielleicht Zeug finden zum Sachen bauen. Aber fahren wir mal direkt zum Funkturm. Oh, das ist keine Straße. Bin ich zu früh abgebogen, scheinbar. Ja, mal die ganze Gegend hier angucken.
vielleicht irgendwo noch vergrabene Schätze sind oder so. Man weiß es ja nicht. Was ist das da hinten zum Beispiel? Aber gut, gehen wir erstmal. Da können wir immer noch hin. Gehen wir erstmal hier rein. Und erfüllen wir das, was wir machen sollen für das Spiel. Und dann können wir immer noch hier rumsuchen, ob wir irgendwelchen Quatsch finden. Ah. Okay. Mal gucken, ob hier irgendwas ist zum Aufsammeln. Können wir die Tür öffnen? Nein. Okay. Können wir hier hochklettern? Nein. Können wir hier hochklettern vielleicht? Nein. Okay. Gut, dann gucken wir halt mal hier hin. Ups. Aha, da unten ist... Da liegt nichts, okay. So, was ist da hinten? Da ist eine Hütte oder sowas. Mal gucken, da fahren wir gleich hin. Jo, da liegt was. Aber das können wir nicht einsammeln, weil das fehlerhaft programmiert wurde hier. Okay. Sehr gut. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willie. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Okay. Sehr viel dazu. Gehen wir hier mal runter. Was zum Einsammeln? Nee. So, muss ich hier rausgehen und dann in mein Auto gehen. Dann mal gucken, ob wir hier raus dran vorbeifahren können durch die Pampa. Dann fahren wir mal da hinten hin und gucken, was da los ist. Weil da ist ein Gebäude. Das ist nicht das Gebäude, wo wir hin sollen, glaube ich. Okay. Oh, yeah, yeah. Hier gibt es nichts. Da ist doch aber was.
What? Nein! Ach, gemein. Die wollen mich da nicht hinlassen. Vielleicht, wenn wir ein Stückchen von der anderen Seite kommen, vielleicht dann. Oh, Gemeinheit! Okay, also die wollen mich da nicht ranlassen. Das ist jetzt... Aber hier ist ja auch noch ein Wasserturm. Fahren wir mal dahin. Gucken, vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes. Oh, da oben steht einer. Okay. Und da ist tatsächlich was zum Einsammeln. Ein Aschenbecher! Den wollte das Spiel von mir verbergen. Okay. Ah, Tiancha Pomegranate. Okay. Ich glaube, Pomegranate ist Granatapfel. Da kann man nicht hoch, ne? Nee. Da haben die keine Animation für. Aber wir können hier mal hochgucken zu dem Typen und fragen, was los ist. Schallplatte. Aber können wir nicht einsammeln. Ah! Ich will Sachen einsammeln. Das ist ein Rollenspiel. Wahrscheinlich nicht. Es wird alles Müll sein, was hier rumliegt. Und oh, warte, da liegt ein Buch. Da liegt ein Buch. Diese kleinen Schraubenschlüssel, das sind immer Bücher. Braindance Quarterly. Okay. Und Geld! Okay. Kleidung kann ich mir nicht klauen, ne? Nee. Da ist noch ein Buch. Wir können das Auto klauen hier. Nee, dazu fehlen uns die Fähigkeiten. Hier auf dem Land schließt man seine Autos ab, scheinbar. Es fängt mit Gedächtnisverlust an. Dann kommen die Halluzinationen. Zum Schluss epileptische Anfälle. Wissen die, woher das kommt? Angeblich Drogen. Soll irgendwo in Pacifica angefangen haben, hieß es in den Nachrichten. Interessant. Moonshees Pulsar, okay. Neue Karriere gefällig, dann kommt zu Netwatch. Okay. Spunky Monkey, okay. Es ist eine sehr trostlose Gegend hier, wenn ich das mal so sagen darf. Inseln nicht vergessen, immer vor und zurück. Aber liegt noch ein Buch. Boxen machen die Füße das meiste. Vorwärts springen und wieder zurück. Vorwärts, bam, 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 Deckung halten, Finte ausweichen, runter, im Gleichgewicht. Aber werden wir mal nicht große Zeit verschwenden hier. Ups.
Oh, da bin ich vorbeigefahren, glaube ich. Geht zum Treffpunkt. Okay. So, erstmal gucken wir hier draußen, ob hier Sachen sind, die wir einsammeln können, weil es ist ein Rollenspiel. Dup, dup, dubididup. Dup, dup, dup. Campinggeschirr. Okay, warum nicht? Ich muss hier sesshaft. Schallplatte. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Ah, irgendjemand redet mit mir, glaube ich. Aber ich sammle erstmal den Kram ein hier. Das Geld, okay. Interessant. Bist du Jackie Wells? Jackie, por favor. Ich bin W. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Cabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Laden wir sie ins Auto. A huevo. Schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Verdammtes Schwergewicht. Also, fahren wir los? Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Ja, Machu. Wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Vielleicht ein bisschen. Hier ist doch bestimmt Kram, den man einsammeln kann, weil es ein Rollenspiel. Okay. Okay. Ich guck mal eben nach Kram. Aber es geht dann weiter beim nächsten Mal, weil ich würde mal sagen, für heute haben wir quasi schon genug aufgenommen. Dann bis dann und auf Wiedersehen und like das Video und schreibt mir in die Kommentare, wo Orte sind, wo ich Kram einsammeln kann, weil es ein Rollenspiel. Okay, auf Wiederhören. Bis denn.